Moin Leute, ich bin in London. Oh, boah, wow, wow, ah. Reise verlief ganz gut. Ich bin ein bisschen müde, aber das ist egal, denn ich habe große Sachen vor mir. Es geht wieder los, die NFL ist in der Stadt. Das heißt, heute geht für mich ein kleines Doppelwochenende hier in London los mit zwei Regular Season Spielen der NFL. Und heute gucke ich Saints gegen Vikings. Go Vikings! Und das Besondere, heute habe ich den wahrscheinlich größten New Orleans Saints Fan Deutschlands hier mit im Gepäck. Mit Casper, der ist dabei. Und meinen alten NFL-Buddy Johannes Strate von Revolverheld. Ist mir alles egal, ist egal, du bist da. Wenn wir nach Hause gehen. Mit dem ich ja schon bei ein paar Spielen war, der ist auch mit in der Stadt. Und deshalb gucken wir zusammen dieses Duell an. Und ihr seid jetzt ein bisschen mit dabei. Und ab jetzt kannst du in 4K aufnehmen mit Gimbal und kannst in die Kamera reden. Alter, wir sind im Jahre 2022. Richtig, herzlich willkommen. Mit dieser Kamera. Ja. Nico, the legend, Backspin. Ich könnte auch noch, aber habe ich nicht mitgenommen, ich könnte auch noch ein Mikrofon dir in die Hand geben. Warum dreht sich das von selbst? 500, glaube ich, ungefähr. Ist das diese sogenannte künstliche Intelligenz? Das ist die künstliche, von der alle reden. Du kannst auch mit ihr reden, wenn du möchtest. Nee, irgendwann muss ich für die Kamera wahrscheinlich arbeiten gehen. Ja. irgendwann hat sie mich fest in der Hand. What do you want from us? Nothing. We just like whipping. So bei Künstlern wie bei dir, so mit der, wo die Karriere so langsam so jetzt Touren aufnimmt, ne? Also wo es langsam losgeht. Da ist dann Social Media ja ein Ding, das du nicht vergessen darfst. Nee. Und heute bin ich aufgewacht, Augen aufgemacht. Aber wir sehen wir was anderem hier, da fangen wir gleich mit an. Das irgendwie so 10 Minuten nach dem Aufwachen. Ich weiß nicht so geil. Ich bin noch ein bisschen müde, aber. Ja, guck mal, fahren wir mal ran an die Müdigkeit. Ich werde ein bisschen nostalgisch, wenn ich mit dir zu einem Footballstadion laufe. Ja, gefällt dir? Ja, gefällt mir sehr gut. Hast du dir eigentlich original die Fingernägel in Vereinsfarben lackiert? Nein. Das ist einfach. Aber wenn es konsequent gewesen wäre, hättest du es in Vereinsfarben gemacht. Ey, ich habe zu meiner Frau gesagt, machen wir schwarz-gelb. Und hat sie gesagt, O-Ton sieht ein bisschen dortmundig aus. Da sage ich, das stimmt. So Football and beer, that's the two things you do here in Dortmund. That is very nice. And that's the only thing that's nice here. Yes. Aber es ist ja nicht gelb, es ist ja gold. Das ist Jold. Das ist Jold. Jold ist es. Bist du aufgeregt? Ich bin sehr aufgeregt. Mir geht es auch ein bisschen schlecht. Ich habe gestern was Falsches gegessen, glaube ich. Oha. Möchtest du erzählen, was? Ich glaube, ich vertrage Fisch nicht so gut, wie ich immer dachte. Was meinen Sie, wie ernst es ist, Doktor? Außerordentlich ernst. Vielleicht hättest du die Spelunke nicht auswählen sollen. Zu diesem Zeitpunkt, dann bricht das gesamte Verdauungssystem zusammen. Begleitet von unkontrollierbaren Blähungen. Bis dann schließlich der arme Teufel nichts weiter ist als ein wabbelndes, unbrauchbares Stück Chili. Ich dachte mal, ich bin ein Presketarier. Was bedeutet eigentlich dieses Pesketarier? Bin ich nicht. Nee? Vegetarier jetzt. Vegetarier. Yeah! Unter dem Meer. Aber Nico, ich freue mich sehr, dich zu sehen. Ich freue mich sehr, in deine Kamera sprechen zu dürfen. Ey, ich freue mich sehr, dass du es machst. Auf unsere Saints. Ich bin ja auch Saints und deswegen müssen wir noch in den Shop. Also heute bin ich Saints. Nico, who dat nation? Who dat? Who dat? Who dat? Das so funktioniert schon. Who dat? Stimmt das hier einfach 5-6 Mal an? Ja, das machen wir nachher richtig im ganz großen Stil, Nico. Da pass mal auf. Meinst du, die haben hier erstmal genug Camara-Trikots fürs Erste hier heute? Ich bin mir nämlich nicht so ganz sicher. Ich würde sonst ein Camara-Trikot nehmen, glaube ich. Ey, Nico, nimm dir erstmal ein Camara-Trikot. Machst du nichts falsch mit. Der Geschenkeladen braucht mehr Bordnamensschilder. Ich wiederhole, sämtliche Bordnamensschilder sind ausverkauft. Genial auch, der spielt halt überhaupt nicht. Das ist jedes Mal eine der schönsten Sachen, die man am Stadion machen kann. Los geht's. Du bist schon ein bisschen enttäuscht, oder? Vielleicht will ich stehen auf der falschen Seite halt. Aber du kannst es auch als Analyse benutzen. Ah, Digga. Du kannst es als Analyse benutzen. Wir können uns mal angucken, wie die Vikings so aufgestellt sind heute.
Ich würde gerne deinen Vlog unterbrechen, aber könntest du vielleicht Content von mir hier fotografieren? Selbstverständlich, soll ich das machen? Ja, lass es mal machen. Dann mache ich jetzt Fotos. Nee, ich hätte gern so, dass ich auf dem Feld bin und die Leute sich denken, wow. Für einen Zehner? Ich gebe dir einen Zehner, wenn du rüberläufst. Bin auf und davon! Auf und davon! So, Kamera läuft. Ja. Ja, ich denke schon. Beeindruckend. Großes Stadion. Es ist kaum zu glauben, dass hier mal ein Internierungslager war. Ich finde es jedes Mal wieder. Also jedes Mal bin ich wieder wie ein kleines Kind an dem Stadion. Ja, super. Naja, vor allem, wie wir hier gerade auf dem Rasen steht. Der Umbau von dem Stadion war krass, ne? Richtiger Rasen raus, das hier rein. Fett. Warst du dabei? Ich war dabei. Absolute Katastrophe. Halt dich an mir fest. Aber machbar. Alles machbar noch. Guck mal, One-Point-Game. Kein Problem, Digga. Aber es sieht schon alles hinten. Also Defense ist eher so, als ob die noch im Flieger sitzen, oder? Sometimes several defenders descend on a lone receiver to show him up. The quarterback calls for the ball to be passed to the fullback, who laterals to the right halfback as the opposing team is held on the line of scrimmage. Hätte ja sehr gerne Olave Trikot auch gehabt. Aber Leute, wie ist das überhaupt? Unser Mann James, ganz stark. Kamara hat kein Foto gegönnt. Ich muss auch sagen, das war schön zu sehen, eben wie du selber so aufgeregt warst. Ich war ganz aufgeregt im Haus. So, jetzt ist Halftime Show. Was ist dein Fazit? Ja, alles in Ordnung. Ergebnis eigentlich verdient. Für die anderen, aber Speise hat selber mal immer zulegen. Also, Wahnsinn. Lass uns mal ganz kurz sprechen über das, was wir gesehen haben, wenn ich das Logo von der schönsten Franchise der NFL hinter uns habe. So, da sind die anderen. Ja, genau, guck mal, ja. Da ist er, Jabu. Das ist der Gewinn von heute, ne? Aber die Niederlage tut weh, oder? Aber, ey, wir haben uns selbst gesehen. War aber ein geiles Spiel, wir hatten eine herrliche Zeit. Nico, kein Giant mehr. Who that Mafia? Who that? Ja, siehst du, da, alle da. Who that? Ich muss hier auf jeden Fall aufpassen. It was a bad time. It was not a deserved loss. It was just a yard short. Where are you guys from? A Belgian. Er schließt wieder Freundschaften. Have a good one, man. You too. Cheers. Aber du gehst mit dem Lächeln hier nach Hause aus London? Ey, was soll ich sagen? Ich bin ein glücklicher Mensch. Ich bin in der glücklichen Lage, ich wurde eingeladen. Ich darf einen Tag mit dir verbringen, Nico, ich sehe dich so gerne immer. Ich habe meine Saints gesehen. Ich habe mit dem Jameis Winston, wir haben nicht miteinander geredet. Er hat mich auch nicht beachtet, aber wir durften aufs Feld. Ja. Ist es nicht toll? Ist das Glas nicht halb voll, Nico? Ja, immer. War das Kamara eigentlich? Habe ich das richtig gesehen? Ja, aber... Der wollte auch nicht. Nee. Hab mir extra sein Trikot gekauft. Gekauft. Also geschenkt gekriegt bekommen. Geschenkt bekommen. Gekriegt. Nee, aber ich fand das Spiel eine 1, muss ich sagen. Ja. Großartiges Spiel. Zuschauertechnisch müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Fans von den Saints nächstes Mal in die Halle bringen. Nein, du musst mal mit nach New Orleans kommen und dann zeige ich dir eine great Rockin' Time. Ey, das Gute ist, ich habe es jetzt schon zum zweiten Mal auf Tape. Ja. Irgendwann löse ich es ein.
Onkel Tony macht Crawfish Boil. Mein Opa Kermit, der kocht uns auch noch was Leckeres auf. Sehr gut. Da bist du noch nicht, da bist du wieder Pesketarier. Nee, aber guck mal, haben wir doch gut besiegt. Ja. Ging uns doch dann später super. Ja. Wo ist denn der Rest eigentlich? Den suchen wir jetzt. Wir hören jetzt auf. Das war der erste Tag. Tschüss. Er geht jetzt nach Hause. Guck mal, er. Ja, 1-3. Und ich werde nächste Woche mal gucken, ob die Giants mit 3-1 reingehen oder mit 2-2. Wir gucken, wir überlegen mal. Bielefeld! Bielefeld! Guck mal, da. Bielefeld erkennt sich. Ich könnte jetzt so Witze machen, mache ich mal nicht in diesem Sinne. Das war das erste Spiel. Leute, zweiter Teil. Ich bin wieder in London und es scheint so, als hätte der Himmel sogar für diese Stadt sich überlegt, alles in Blau und Weiß zu färben. Denn die Giants sind in der Stadt und deshalb bin natürlich auch ich hier und gucke morgen Giants gegen Packers. Da freue ich mich sehr drauf. Und ich möchte euch mit auf diese Reise nehmen, denn seit Saisonbeginn mache ich zusammen mit Marek und Jan einen Podcast über die Giants im Rahmen der Footballerei. We Believe in G. Und seitdem wir den Podcast machen, läuft's. Wir stehen 3-1, drei Siege, eine Niederlage. Ich möchte, dass wir dieses Wochenende den vierten Sieg holen. Wenn ich mich richtig erinnere, haben die Giants auch noch nie ein London-Spiel verloren. Warum sollen sie es machen, wenn ich dabei bin? Ich würde es ziemlich bescheuert finden. Ich möchte, dass ihr mit dabei seid, nachdem wir letzte Woche so ein bisschen mit Johannes und Casper so eine kleine Bro-Runde hatten, bin ich relativ alleine heute hier unterwegs, heute und morgen mal gucken. Aber ich möchte trotzdem, dass ihr dabei seid. Denn we believe in G. Und ich gucke ein bisschen London. Das mache ich zuerst, das mache ich ehrlicherweise jedes Mal, wenn ich hier bin. Ich habe irgendwie, mich ziehen diese touristischen Orte immer so ein kleines bisschen an. Ich weiß, nervig. We know Big Ben. Parliament. Aber irgendwie fahre ich dann trotzdem jedes Mal. Ich glaube, ich bin zu meinem Gefühl jeden zum 20. Mal hier auf dieser Tower Bridge. Aber ich werde es auch am 22. Mal machen. It's Big Ben, Kids, Parliament. Aber jetzt muss ich aus dem Bild und aus der Sonne den Fotospots hinter mir freigeben. Und dann geht's los hier. Giants. South Ross, Brooklyn, Nigga. New York, Giants. Go, Pack, go. Und ihr seid dabei. Ich habe ja heute Samstag ein bisschen Zeit. Und das, was ich immer mache, wenn ich in London bin und irgendwo die Möglichkeit finde, dass mir die Groundhub-App sagt, ich muss irgendwo, kann irgendwo hingehen, dann bin ich im Stadion. Heute ist Millwall dran. War ich schon? Ist aber egal. Lohnt sich immer. Die ganze Atmosphäre hier finde ich nach wie vor großartig. Wer die Geschichte vom Verein kennt, von dem Claim, no one likes us, we don't care, wer die Filme gesehen hat, der wird verstehen, was ich meine. Deswegen gönne ich mir ein bisschen Millwall. Ich muss sagen, ich mag's hier, auch wenn ehrlicherweise das Spiel, Leute, ziemlich fordernd war, aber sehr langweilig. Und ich finde also faszinierend, dass du in der zweiten Liga in England einfach, die sind alle gut am Ball, das siehst du, beim Warmmachen und so, die haben alle eine Technik und das Spiel besteht dann darin, dass sie den Ball viermal nach links und rechts schieben und dann wenn ein Polsterseil dann trotzdem 40 Meter nach vorne, damit er dann irgendeinen reinmacht. So oder so, ich find's lustig, macht Spaß, ich mag dieses Gepöbel hier immer in solchen englischen Stadien. Who the fuck are you? Und du merkst halt echt, dass es hier noch ein kleines bisschen mehr verwurzelt in dem Viertel. Aus dem verabschiede ich mich jetzt aber, denn eigentlich bin ich ja wegen was anderem hier. Und damit geht es dann jetzt auch langsam los. Da ist es wieder. Tottenham Hotspur Stadium. Es wird ernst. Giants gegen Packers. Packers gegen Giants, ne? Heimspiel für die Packers. Und ehrlicherweise muss man auch sagen, hier sind auf jeden Fall sehr viel mehr Packers-Fans als Giants-Fans. Aber das macht's im Auswärtsspiel und wir werden sehen, was passiert. Ich wiederhole mich, habe ich letzte Woche gesagt, das werde ich auch am 30. Mal sagen. Es ist jedes Mal ein Wahnsinnsgefühl, in diesen Stadien zu stehen, die so groß sind. Guck mal. Und jedes Mal die Möglichkeit zu haben, bei solchen Sachen dabei zu sein. Ich bin echt sehr dankbar und sehr glücklich darüber, dass das mein Job ist, dass ich das ist, was ich machen darf. Ey, großartig. Ich freue mich riesig drüber, werde es auch noch genießen und vor allen Dingen heute ja, dadurch, dass die Giants dabei sind, auch noch ein bisschen intensiver. Und da ist die Legende, das ist der Grund, warum wir so gut sind, Leute. Ja.
Nur wenn jemand sehen will, der sich am Leid anderer ergötzt. Yes! Nico geht's gerade so gut. So gut! So eine Scheiße! Sag mal, bist du zufrieden mit deinen Packers? Kann ich so nicht sagen, müsste ich nackt sehen. Aaron Rodgers doing Aaron Rodgers things, baby. Ja, und Daniel Jones doing Daniel Jones things. Ich glaube, das ist runtergebrochen, so das Fazit der Halbzeit. Mein Tipp war ja 27-10. Hört sich viel an. Ist es auch. Sieht ganz gut aus, aber Nico muss ein bisschen leiden. Ich habe ja gehofft, es wird ein schlechtes Spiel, aber dafür ist es zu gut. Absolut. Es gibt kein Krampf, sondern auch die Giants, muss man sagen, machen ein gutes Spiel. Ja. Also, dass der QB halt ein bisschen... A master passman can turn a ball into a bolt of lightning that can strike anywhere. Also ersten 5 Spielzüge, 4, einmal Incomplete Pass und 4-mal Saquon Barkley gesucht. Das hat sich angefühlt wie, ja okay, wir können es auch lassen heute. Komplett. Aber sie sind drin, es ist Halbzeit und ich möchte, dass der noch weint heute. Ich hoffe, das passiert nicht. Ein knappes Ding. Ja! Ey, aber Freunde sind wir trotzdem, ne? Scheiß auf Freunde bleiben! Herzlichen Glückwunsch, aber was soll ich sagen? Ich hätte im Leben. Ich auch nicht! Im Leben. 17-3, Alter! Wir haben gestern noch geflaxt und gesagt, ja. Vielleicht wird es ein schmutziges Spiel mit einem besseren Ende für die Packers. Im besten Fall, dass hier die Giants das Ding gewinnen, die in ihrem Leben, zumindest in den letzten 10 Jahren, keine 27 Punkte gemacht haben, kann ja keiner wissen. Hey, und aber wie? Das Ding war durch. Und dann verletzt sich Barkley und auf einmal. Ohne Scheiß. Und dann bringt ja Jones plötzlich die Bälle an. Was ist denn mit denen los? Scheiße. Aber da sieht man mal, stellt euch mal vor, die Giants hätten einen QB. Wow. Top Team. 4-1. Ja. Aber dir entgegnet es natürlich auch eine saugeile Nacht. Wenn die Giants zu 0 verloren hätten, hätte er die ganze Nacht von mir bekommen. Es war eine Freude, ihn kennenzulernen. Auch wenn ich sagen muss, nee. Wir reden an anderer Stelle noch mal ein bisschen über Hip-Hop, denn der hat auch Ahnung von. Aber das war ein grandioser Abend hier. Ja. 4-1. 4-1 stehen wir, Giants. Und das waren zwei großartige, wirklich großartige Wochenenden hier in London. Vielen Dank an die NFL in Deutschland, dass sie das möglich gemacht haben. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen overwhelmed, gerade die Giants haben tatsächlich gewonnen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Liebe. Backspin.